Vom Wegen. Flughafen. Gibt es eigentlich Umlaute? Flughafen BER. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2 auf der Europa-Map mit Mods. Wir haben Berlin zum Wachsen gebracht, meine lieben Freunde. Das platzt förmlich aus allen Nähten. Das war sogar so platzig, dass hier teilweise riesige Staus schon entstanden sind in der Innenstadt, die wir jetzt durch Umfahrungsstraßen hier und Brücken auflösen mussten. Das sieht jetzt hier ein bisschen wirr aus und das passt zu Berlin, denn so sind die Straßen auch in Berlin tatsächlich. Und da haben wir alles richtig gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch dafür sorgen, dass Berlin noch ein paar internationalere Ziele bekommt. Und das könnte dafür besser geeignet sein als ein internationaler Flughafen, meine lieben Freunde. Wir wollen mal in den Luftverkehr einsteigen, bevor es zu spät ist. Bevor jeder Platz hier schon belegt ist mit irgendwas. Wir haben jetzt 60 Millionen am Start. Da können wir das mal machen. Da können wir uns das mal erlauben. So, wir nehmen mal hier einen Flughafen, Passagierflughafen. Oh Gott, jetzt muss ich erst mal gucken, wo platziere ich den. Ich muss den halt auch da platzieren, wo ich ihn ausbauen kann. Das ist halt so das Ding. Das heißt, ich werde erst mal schauen, wo ist denn das Gelände am flachsten? Der Witz war gut, in Berlin ist kein flaches Gelände. Das haben wir ja schon festgestellt. Wenn es eine Sache hier nicht gibt, dann flaches Gelände. Alleine die Platzierung da oben kostet 35 Millionen, wenn man das auf dem Höhenniveau da platziert. Aber ich kann den Berg mit dem Gelände absenken lassen. Guckt euch das mal an. Das ist doch ganz geil eigentlich. Ich drücke quasi gerade den Berg nach unten mit dem Flughafen zusammen. Warte mal. So. Wenn es am billigsten ist, ist es Gefälle am besten. Hier steigt es, glaube ich, wieder. Hier wäre es okay. Das ist auch eine ganz gute Stelle, weil man da nämlich dann den... Da kann man da noch links noch ausbauen. Obwohl, da ist direkt wieder ein Bergwerk. Und es ist auch ein bisschen nah an der Stadt vielleicht. Vielleicht lieber ein bisschen weiter nach hinten noch. Lieber ein bisschen hier hin. Wenn ich es wieder ein bisschen hochziehe. Sodass da wieder... Sodass es möglichst billig wird. Wir können ja die Verbindung zum Flughafen dann mit Bahnhöfen regeln und mit Autobahnen und sonst irgendwie, hast du denn hier gesehen. Genau, guck mal hier, wenn wir das so machen, dann haben wir hinten Platz für Anbindungen an der großen Straße auch. Und das Landebahn-Ding hat genug Platz, vielleicht noch ein bisschen drehen, so vielleicht. Dann hat die Landebahn nämlich genug Platz links, dass wir da noch eine ranbauen können, wenn die Kapazität gesteigert werden muss. Und wir können... noch hier Hangare und, also nicht Hangare, aber hier Terminals bauen in der Reihe. So machen wir das. Ich bin dafür. Yes! Und natürlich nenne ich diesen Flughafen, nee, Berlin Süd, genau. Vom Wegen. Flughafen, gibt es eigentlich Umlaute? Flughafen BER. Der Wahnsinn. Warte mal, dann kann ich Berlin, wenn das Umlaute gibt, kann ich Berlin jetzt ja auch endlich mal vernünftig nennen. Berlin. Der Wahnsinn. Flughafen BER. Meine lieben Freunde, und er ist schon fertig. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das muss ein alternatives Universum sein. Da kann doch was nicht mit rechten Dingen zugehen hier. So, dann machen wir mal eine lustige, launige Straße in Verbindung. So, schön zum Terminal. Ah, wieso geht das da nicht? Was soll das? Okay, da muss ich nach unten. So geht's. Oh Gott. Ah. Okay, warte. Ah. Das ist nicht so einfach. Ich will da rein. Ich will da rein. Er muss da wieder raus. Raus muss er. So, jetzt hier. Genau. Und die Straße hier, kann ich die löschen? Na, soweit, ja. Oh Gott, wie er da wieder... Lasst uns da mal Dreck aufschütten, lieber. Warte mal, lass mal da die Straße, die rüste ich mal auf. Und dann gehen wir von da... nach da.
Und dann von da nach da. Das ist schön. Das ist sehr geschmeidig, wenn ich das mal sagen darf. Und dann einen Bahnhof. Also erstmal hier einen, ne? Sowas. Ja, schön auf die Höhe, genau. Hervorragend. Und elektrifiziert und ein bisschen länger gleich. Wunderbar. Dann können wir den nämlich da in der Länge nach auch ausbauen, wenn der irgendwie mehr Kapazität braucht. Weil das wird beim Flughafen schon nicht so unwichtig sein, dass man da auch mal mehr Kapazität an den Start bringt. So. Hier, bam. Genau, machen wir es erstmal so. Das ist erstmal okay. Alter, was ist das für ein Stau schon wieder? Ich sag ja, Berlin platzt aus allen Nähten hier. Wir müssen mal hier noch eine Zufahrtsstraße bauen, dass die nicht alle über dieselbe Straße fahren wollen hier. Ist ein bisschen brutal gerade. Und wenn da noch der Flughafen kommt, dann ist ja die Flughafenzufuhr direkt wieder verstopft. Das wollen wir ja nicht. Vielleicht hier auch noch mal so ein bisschen. Warte mal, hier das mal noch auch zweispurig machen und dann das hier auch. Und dann da so einen kleinen Bogen rum. Ja, so nicht jetzt. Warte. So. Weil dann können die nämlich hier auch mit der Tram lang. Und können wir nämlich hier oben lang mit der Tram. Das ist gar nicht so einfach hier, will ich mal sagen. Berlin hat ist ja echt ein kompliziertes Pflaster, was das angeht. Ja, ich würde schon gerne eine Tramlinie da bauen auch. Oh, guck mal, das können wir hier wieder wegmachen. Das brauchen wir nicht. Ich würde da schon gerne auch eine Tramlinie hinbauen. Vielleicht auch tatsächlich vom Bahnhof zum Flughafen direkt, dass die Leute direkt vom Bahnhof zum Flughafen fahren können. Also, machen wir doch mal gleich eine Linie hier. Von da nach da. Berlin Süd. Nein. Das ist Tram Flughafen Berlin. Nee, Quatsch. Flughafen BR Terminal. So. Wir wollen ja hier richtig bleiben, ja? Das muss ja alles seine korrekte Ordnung haben. Ich dachte mir, weil ich vor Weihnachten ja in London gewesen bin, als zweites Ziel für einen Flughafen, machen wir einfach mal eine Verbindung nach London. Oder wir könnten auch Paris nehmen, aber ich finde irgendwie London geiler, weil in London haben wir irgendwie noch gar nichts gemacht. Da möchte ich aber vorher nochmal die Straßen nochmal ein bisschen ändern. Die gefallen mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Hier, da machen wir mal nochmal ein Upgrade. Da können wir auch gleich mal hier Trams an den Start bringen eigentlich. Da machen wir jetzt mal das gleiche, was wir schon in Berlin und Paris auch gemacht haben. Na, machen wir mal hier. Machen wir das mal gerade. Genau, da kriegen sie gleich nervöse Zuckungen, die Häuser. Habt ihr das gesehen? Da wird gleich direkt gebaut. So. So, dann lassen wir die Trams wieder schön im Kreis fahren. Das passt doch. Hier. Vielleicht das hier wegmachen. Und dann die... Ah, falsch. Dann die Linie da lang schließen. Genau. Dann da lang. Ich glaube, so einen guten Personennahverkehr braucht man schon, wenn man einen Flughafen baut. Gruß an Berlin geht raus. Und ja, dann haben wir es. Da brauchen wir noch Trams und Stationen. Machen wir das mal. Machen wir mal. Wo wollen wir denn den Flughafen eigentlich bauen? So im Süden würde ich den bauen. Hier so hin. Da scheint es am flachsten zu sein, das Gelände. Das heißt, da bauen wir auch gleich mal unseren Hauptbahnhof. Also unseren Haupt-Tram-Bahnhof. Dann können wir den da nämlich gleich, dann, wenn wir hier eine Straße bauen, ne, und hier den Flughafen, dann passt das, glaube ich. Dann passt da. Machen wir das mal jetzt hier. So. Ah, falsche Seite. So. Und so durchaus, genau. Und dann eine Linie. Neue Linie. Da, 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 da und da. Und ich würde sagen, es ist Zeit, einmal zu speichern, denn wie die Erfahrung zeigt, stürzt es doch ganz gerne mal einfach so ab. Genau. Dann brauchen wir jetzt noch die Trams. Trams in London. Soll ja vorkommen, habe ich gehört, dass man die da sieht. Nee, London hat, glaube ich, gar keine Tram tatsächlich.
Hat London, glaube ich, gar nicht. Bin mir jetzt gar nicht. Ich habe keine gesehen, sagen wir es so, wo ich da war. Ich habe nur Busse gesehen. London hat eine U-Bahn. Aber keine Tram. Fahrzeuge kaufen. Da machen wir mal erstmal zwei. Die Stadt ist ja noch nicht so groß. Genau. Und da bauen sie schon fleißig Straßen, die Londoner. Wird ja auch mal Zeit, dass wir London mal ein bisschen erweitern. Ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alle anderen Städte haben schon hier voll den Luxus am Start und London ist immer noch im Mittelalter. Das geht ja nicht. So, genau. Dann mach mal hier, mach mal Auto. Warte mal. Mal kurz pausieren. Ich will mal diese Straße hier wegmachen komplett. Und diese hier auch. Damit wir da genug Platz für den Flughafen haben. Da machen wir mal eine breite Straße und ziehen mal hier einfach eine gerade lang. So, und die gehen wir dann da rein. Und dann, ja, nicht so viele Kreuzungen. Macht das mal lieber so. Zu viele Kreuzungen führen dann wieder zu viel Stau. Das ist nicht so gut. Genau, hier jetzt haben wir da Platz, um dort dann den Flughafen zu bauen. Der schon wieder ziemlich riesig ist, wenn ich mir das so angucke, das Spaßgerät. Okay, das ist natürlich da ein bisschen blöd mit der Forstmanufaktur. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser hin, wenn wir den vielleicht lieber so reinbauen. Also eine Erweiterung muss mindestens drin sein vom Platz. Da kriegen wir auf jeden Fall noch eine Landebahn hin, wenn wir es so machen. Dann mache ich die Straße mal nochmal weg. Und dann ziehen wir jetzt hier eine Straße lang, die so ein bisschen so da direkt neben dem Bahnhof so lang geht. Genau so. Und dann schieben wir den Flughafen hier so rein. Er ist zwar dann wieder sehr nah an der Straße und an der Stadt auch. Aber wenn der Forstwirt im Weg ist, dann ist der Forstwirt im Weg. So. Na, da oben ist noch schlimmer. Da ist noch weniger Platz. Hervorragend. Wir haben einen Flughafen, meine lieben Freunde, einen Flughafen. Jetzt brauchen wir natürlich auch Flugzeuge. Erstmal eine Linie. Von London nach Berlin. Dahin. Flughafen Bär. Und den Flughafen in London, den nennen wir jetzt mal, den nennen wir Heathrow. Heathrow. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt oder so. Alles aus dem Gedächtnis. Fahrzeuge kaufen. So, da nehmen wir natürlich das Beste, was uns der, was uns hier zur Verfügung steht. Wir nehmen die Lockheed Super Constellation. Und hauen die mal auf die Linie drauf. Und schauen mal, was passiert. So, das wird jetzt nicht profitabel sein. Das weiß ich jetzt schon. Weil ein Flugzeug mit so wenig Passagieren kann nicht genug Traffic generieren, dass der Flughafen, ja, dass zwei Flughäfen sich amortisieren. Es kommt erst später. Deswegen sollten wir auf jeden Fall versuchen, Edinburgh und London noch mit einer Zugstrecke zu verbinden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal da noch eine Personenstrecke zwischen London und Edinburgh und Franken Castle und Massachusetts und Fiddle Englephone. So. Machen wir es mal hier hin, genau. Da ist er auch so ein bisschen mit dem Flughafen connected dann. Wir können das eigentlich, obwohl, wir können ja noch nach Europa dann auch eine Linie bauen, theoretisch. Weil Großbritannien ist ja nicht mehr in der EU. Bald. Also noch, aber bald nicht mehr. Müssen wir schon mal vorplanen dann. Für den Brexit. Genau. Ziehen wir mal ja da schon, ziehen wir mal da schon die Linie lang. Ziehen wir mal da schon eine kleine Line. Und hier in Edinburgh brauchen wir natürlich auch noch Nahverkehr. Ganz dringend. Elektrisch. Machen wir das mal hier. Das wird jetzt ganz lustig, wie das aussehen wird hier. Verbinden wir das mal so komisch hier. So komisch, lustig, launig. Ich mache das jetzt nur ein bisschen schnell, ne? Ah, wie er da gleich Straßen macht. Herrlich. Ich mache das lustig und schnell. Ich glaube, alle sind dafür, wenn ich es lustig und schnell mache. So. Und
einen Haupttrambahnhof noch. Und dann machen wir da einfach in Edinburgh einen Kopfbahnhof direkt da mitten rein. Hier so ein Kopfbahnhof da so. Warum ist das so hoch? Ach so, weil es nicht anders geht. Ich sehe schon. Ja, ist okay. Dann mach's halt so. Bam. Edinburgh ist schon ein seltsames Pflaster, wenn ich das mal sagen darf. So, dann lasst uns noch Tramp-Stationen bauen. Dann mal jetzt einfach nur 4, die ich hier ein bisschen verteile. Hervorragend. Neue Linie. Einmal da, 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 da und da. Tramps kaufen. Nehmen wir mal wieder 2. Fügen die auf die Linie. Speichern das Ganze. Immer schön speichern. Immer schön abspeichern, meine lieben Freunde. Immer schön speichern. Das ist sehr wichtig. So. Wo ist die Linie? Da ist die Linie. Oh nein, die Bäckerei ist im Weg. Was können wir da nur gegen tun? Wir gehen einfach hier lang. Nein, ich habe die langsam Brücken gebaut. Ich habe Geld verbrannt. Ich habe einen Scheuer gebaut. Der Wahnsinn. Moment, das lasse ich nicht einfach auf mir sitzen hier. Hier jetzt dahin. Und dann dahin, genau. Und dann. Und dann. Und dann dahin. Und dann da lang. Yes! Epic Shit. Und dann brauchen wir einen Zug. Einen neuen Zug. Eigentlich können wir ja Irland auch gleich noch mit einbinden, wenn wir jetzt schon eh schon dabei sind. Und wir haben ja gerade noch Kohle. Solange wir noch Kohle haben vielleicht. Wenn jetzt gleich dann der Flugverkehr floppt, dann wird das mit der Kohle ein bisschen eng. Fürchte ich. So. Linie. Neue Linie. London nach Edinburgh. Edinburgh. Und dann elektrische Linie, Passagier. Und da machen wir mal, was ist da eine gute Menge? 160. Linie 36. Jawohl. Wunderbar. So, und wie geht's dem Flugzeug? Vielleicht mal speichern nochmal. Jetzt haben wir ja den Zug am Start, ne? Wollen ja nicht alles doppelt und dreifach machen, weil es abstürzt. Und jetzt nochmal gucken. Linie 34. Ist der gerade nach Berlin unterwegs oder kommt der gerade von Berlin nach London? Das sieht aus wie London da. Er ist leer. Er hat keinen Passagier am Start. Aber wir haben ja auch... Warte mal, in Berlin haben wir ja noch gar keinen Nahverkehr angeschlossen. Kann das sein? Oder pendeln die da schon? Hatte ich noch nicht gemacht, glaube ich. Dann sollten wir das mal machen. Vom Bahnhof nach... Da ist ja gar kein großer Bahnhof hier bei Berlin, oder? Ah, doch, da. Da, da. Nee, ich habe... Ist okay, ich habe nichts gesagt. Doch, warte mal. Wir haben die Linie schon, aber wir haben noch keine Fahrzeuge da drauf. Das ist Linie 32, wa? Ja. Fahrzeuge brauchen wir noch. Hier ist das Tramdepot. Kauf mal 2. Linie 32. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden, was? Elektrifizierte Gleise fehlen. Wie kann das sein? Ah, die sind nicht elektrifiziert. Ich blöd, Mann. Jetzt sind sie elektrifiziert. Wunderbar. Und jetzt muss das eigentlich auch gehen. Genau. Die andere fährt, glaube ich, sogar schon. Boah, dieser Stau hier schon wieder. Guckt euch das mal an, ey. Berlin ist so verstaut. Das gibt's einfach nicht. Diese ganzen kleinen Mini-Kreuzungen. Wer hat denn die gebaut? Ich war's nicht. Ich reiß jetzt diese Mini-Kreuzungen ab. Das geht gar nicht, lol. Ich kann die gar nicht abreißen. Oh Mann. Weil der Computer die gebaut hat, der Schweinehund. Oder? Das ist ja mega ätzend. Guckt euch das mal an, ey. Wie voll verstaut das ist.
Ich kann gar nichts machen hier irgendwie. Was ist denn da los? Achso, ich bin auch nicht im... ich war auch gar nicht im Tool drinne. Das ist auch wieder wahnsinnig intelligent gewesen. Pass auf. Reiß mal diese Kreuzungen da ab. Dass das hier mal ein bisschen mehr rutscht. Und diese hier, die bauen wir mal aus. Die Straße. Dass die zweispurig ist. Ohne Tram-Dings. Dass wir hier so eine Allee einmal durchziehen vielleicht. Oh, da hat er von sich aus abgerissen. Habt ihr das gesehen? Weil die alle da lang wollen, glaube ich. Deswegen passiert das. Warte mal, mach mal da diese Verbindung weg. Und mach mal diese weg und diese weg. Und dann mach mal da nämlich, warte. Dann mach mal da nämlich eine breite Straße hier hin. Huch, ach Mann. Wie mal den falschen Knopf erwische. Werd irre. Ich werd irre hier. Da hat er schon wieder die Kreuzung hingemacht. Ah. Du Hässlichkeit. Du Hässlichkeit von einer KI. Wirst du das lassen? Schweinherrei. Kann er da nicht einen Tunnel machen? Warte mal. Schade, ist nicht genug Platz für einen Tunnel, wie es aussieht. Vielleicht da so hin? Da geht ein Tunnel, da ist das cool. Ja, lass das doch vielleicht mal machen. Irgendwie, wir brauchen halt irgendwie... wir müssen den Verkehr aus dieser Innenstadt rauskriegen irgendwie. Wir müssen da mehr Abführmethoden haben. Die wollen ja alle dahin, in diesen Bereich. Und jetzt wird es ja noch schlimmer, weil das jetzt der Flughafen. Besser wird es jedenfalls nicht, sagen wir es so. Das geht alles über diese eine Straße, Alter. Das ist ja... Ist ja unglaublich. Was ist denn, wenn wir da irgendwie versuchen... Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn wir das hier mal wegmachen nochmal... So, jetzt mal kurz pausieren, dass er da nicht wieder anfängt zu bauen. Jetzt mache ich ihm mal hier eine Brücke drüber. Von da nach da. Bitte sag mir, dass das geht. Nein, es geht nicht. Scheiße, Brückenpfeiler Kollision! Komm schon, du willst es auch. Bisschen höher noch. Mann, Berlin ist eine einzige konfuse Scheiße. Herrlich. Ja, das ist ja mit Bahnübergang, das will ich ja nicht. Ich will ja ohne Bahnübergang, sonst wird ja wieder... Sonst werden die ja wieder ausgebremst vom Zug. Steigung zu groß. Kollision. Und an der Stelle ist diese Folge Transport Fever 2 mit Mods auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch dafür interessiert, welche Mods ich benutzt habe, könnt ihr euch auch gerne nochmal die erste Folge von dieser Reihe anschauen. Da seht ihr eine Liste der Mods, die aktiv sind. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Transport Fever 2, auch zu anderen Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne hier in die anderen Videos reinschauen, die an der Stelle verlinkt sind. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Transport Fever 2. Bis dann, ciao, ciao!